Hallo und herzlich willkommen zu Get to the Keyboard mit mir zurecht und mit dem vollen New Bottom Reaper. Genau, ich bin diesmal nicht alleine auf dem Sonic Dust 2, sondern du begleitest mich mit auf einer schönen Partie. Und ja, zusammen werden wir auf jeden Fall ein bisschen versuchen, Spaß zu haben. Ich möchte an dieser Stelle sehr gerne sagen, ich bin der größte Noob unter der Sonne, was Shooter angeht, deswegen bitte nicht allzu hart flamen. Deswegen sehen wir das Ganze aus meiner Perspektive und falls ich sterbe, dann natürlich aus Bottom Reapers Perspektive. Natürlich. Dann machen wir ihn auch nervös, dann sage ich ihm das auch immer, wenn ich bei ihm bin. Oh, warum habe ich einen Apfel? Scheiße. Ja, wir befinden uns im Moment noch in der Aufwärmphase, also nicht wundern. Wir spielen klassischer Wettkampf. Machen wohl zwei Videos einfach. Dann habe ich hier meine. Jetzt habe ich das Count in der Hand. Und, diese ganzen Camper gehen mir echt auf den Keks hier. So, jetzt geht's los. Wir machen B, ja. Okay, gut, wir machen B. Ich kaufe mir eine Kevlar, du brauchst keine Flash. Ich habe mir Flash und HE gekauft. Ja, aber werf die nicht, Pistole. Wenn ich so. Na, natürlich nicht. Also ich gehe jetzt als erstes mit einer Kevlar rein, weil ich eigentlich müsste der zweite die Flash werfen. Der erste hat eine Kevlar, um einfach ein paar Schüsse abzufangen. Okay, gut, ich hab die Flash. Oh nee, da ist schon zu spät. Ja. Das war nicht gut. Nein? Nein. Gut, einer ist noch hinten auf Bombplatz. Ich hab aber wirklich voll reingeflasht. Ja, das Lustige war, ich dachte, du wirfst sie vor mir, dann ist sie aber hinter mir gelandet. Ich drehe mich natürlich um und guck dann genau in die Flash rein. Aber alles ist besser gelaufen als gedacht, ja. Wir sind drauf. Bombe ist platziert. Du bist tot, ja, wunderbar. Hervorragend. So, wo war denn der? Oder? Ja, jetzt war ich leider so hart drin. Lass mich raten, das ist nicht intelligent, was der macht, oder? Ja, er hat eine doofe Position natürlich da unten auch. Ja, aber so dieses Bam, 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 Bam. Ja, bei einer Diege geht das eigentlich noch. Also nicht unbedingt, aber. Ich finde es immer geil, wenn man diffuse. Es sieht immer so aus, wie der sagt: Halt, stopp! Explodier nicht! Das stimmt wirklich. Halt, stopp! Hier bin ich, Counter-Terrorist! So nicht, mein Freund. Ja, das sieht in der Tat ungefähr so aus. So, wir machen jetzt eine Full Echo. Das heißt, ich kaufe mir gar nichts. Und ich habe keine Ahnung, was wir machen. Ich habe mir Deagle geholt, ich habe mir eine HE geholt und. Ja, wir gehen mal kurz irgendwie so halb so. Springen wir ein bisschen runter. Dann werfe ich mal die Granate. Wow! Ich bin tot. Ich schnapp mir da eine Deagle. Ja, wir müssen uns natürlich jetzt eigentlich Orte suchen, wo man nicht so weit entfernt ist vom Gegner. Also. Da würde sich zum Beispiel im A kurz anbieten. Du bin ich eigentlich gerade gestorben. War das jetzt, weil ich falsch gelaufen bin oder? Ja, weil er sich einfach umgehauen hat. Oh, die ist ja noch weniger geladen. Ah, der war schon gut angeschlagen. Oh, der hat eine Aug sogar. Sehr nice. So. Ich komme mit dem Zielvisier der Aug übrigens nie klar. Das ist so eine ganz neue. Ja, Sicht du ist. Brauchst auch nicht das. Also, Zielvisier brauchst du gar nicht anhaben bei Aug. Das ach so, ist überflüssig. Okay. Also, siehst du? I did not know that. Das machen viele Spieler, aber die brauchst du wirklich nicht. Der Sinn dahinter ist eigentlich bei CSGO mittlerweile. Also bei dem alten Counter-Strike hast du das wirklich nie gebraucht. Aber mittlerweile gibt es ja diesen Distanznebel. Und wenn du durch den Zoom guckst, dann verschwindet der Distanznebel so ein bisschen. Okay, wohin? Ja, gute Frage. Ich gehe meistens immer A kurz. Oh, das ist eigentlich mein Steckenpferd auf A. Steckenpferd? Oh, ja. Da war ich gerissen, ey. Ey, ich bin genau gegen ja. deinen Schädel. Ja, die laufen hier wieder, dann bleiben die stehen. Und da habe ich aber einen geholt. Ja, jetzt nicht so stehen bleiben. Jetzt mal alle weiter. Zeit ist hier Macht. Genau, wenn ihr hochgehst, wirklich immer am besten erst guckt man einmal so nach links. Dann guckt man hier, ob sich hier einer verduckt hat. Und dann kann man lang schauen. Schon mal so richtig. Und dann steht man am besten wirklich hier so irgendwo an der Ecke. Damit man eigentlich Sicherheit vor A kurz hat.
Weil wenn man hier steht, dann kann man auch in Bedrängnis kommen. Aber durch die Kisten kann man, glaube ich, nicht mehr durchschießen. Das ist ganz nützlich eigentlich. So. Wie habt ihr denn gesehen? Ja, das Auge wird irgendwann geschult. Da sieht man dann, jeden Millimeter irgendwo. Ja, bei CSGO ist das teilweise wirklich schlimm. Ich geh B, ich werfe einen Flash. Okay, gut. Ich laufe dir hinterher. Ich bin ganz weit hinter dir. Das heißt, du bist mein fleischliches Schutzschild. Menschliches Schutzschild. Da ist sogar noch einer zwischen uns, der mit der Bombe übrigens ist. Sehr gut. Ja, ist ganz gut so. Flashback. Oh man, die ging nicht weit rein. Aber keiner B. Ja, wo ist denn die Bombe? Der war hinter uns, ist da woanders hin. Ja, mittlerweile kam da nämlich schon einer, den du schön gekillt hast. Ja, eine wunderbare Header hier von mir. Sehr gut, hat geplantet. Ja, und auch wenn ich hier stehe, dann kann ich zum Beispiel gut hier stehen eigentlich. Wo ich jetzt gerade stehe. Du hast dann eine gute Sicht eigentlich hier so drauf. Bist geschützt vor den Cutters, geschützt vor dem Loch da oben und kannst eigentlich schön auf die Double Doors gucken. Ja, das tue ich auch gerade. Und so ein bisschen auf die Lücke da oben. Ja, und man... Da schießt einer. Ja, man muss natürlich immer so ein bisschen gucken. Es haben hat nämlich auch ein paar Leute immer wieder falsch gemacht. Sehe ich in vielen Videos, dass die so stehen, dass sie dann hinterher keine Bewegungsfreiheit mehr haben. Scheiße. Geile Waffe verloren. Du bist auf jeden Fall gut in die Luft geflogen, muss man auf jeden Fall sagen. Hat auf jeden Fall Style. Also und auch bei solchen Sachen, wenn da auf einmal so viele Gegner rumlaufen, dann muss man einfach versuchen, wirklich ruhig zu bleiben. Und selbst wenn da nur einer ist, dann muss man vielleicht einfach, wie ich jetzt gemacht habe, da so runterjumpen, einfach mal wieder anfangen zu schleichen, einfach wieder ruhig werden. Denn meistens machen es die Gegner eben nicht und dann verraten sie sich sowieso durch Lautstärke. Also das Wichtigste ist eigentlich immer, das habe ich glaube ich auch in meinem Movement-Video gesagt, keine Panik bekommen. Ja, das ist leichter gesagt als getan für irgendjemanden wie dich, der mehr Jahre ESL gespielt hat. Kleine Noobs wie ich, die haben da größere Probleme. Ja, boah! Da waren irgendwelche Töpfe auf dem Boden. Ja, natürlich. Also am Anfang ist man natürlich durch alle Schüsse verwirrt. Oh. Gut geholt. Aber du machst das schon ganz gut. Du könntest ein bisschen heftiger straven sogar. Aber da hattest du mir gesagt, dass du das mit dem Straven noch nicht so ganz rausbekommen hast. Nee, weil wenn ich gegen Bots spiele, also gegen diese extremen Bots, wenn ich strave, die holen mich instant. Sobald ich stehen bleibe, die schießen an mich vorbei. Vollkommen unrealistisch. Ja, da ist auch nicht gut gemacht, weil die extremen Bots eben Aimbot haben. Und da ist scheißegal, wie du dich bewegst. Bei Menschen ist das einfach halt wirklich egal. Wenn du da stravest, dann kriegen die dich nicht. Und wenn du dann auch noch beim Straven variierst, also zweimal nach rechts oder sowas gehst, ja, dann... Platzt, ja, du überforderst mich ja gerade. Dann platzt bei den meisten Leuten schon irgendwie so ein Gehirnzelle irgendwo. Ja, und... oh Gott, ja, er ist nicht rechts, links, weil es schön ist, wenn einer so ganz hardcore rechts, links gehst, dann bleibst du einfach mit der Maus einmal stehen und dann läuft er dir eigentlich rein. Das ist eigentlich ganz... ganz witzig. Oh, oh, da ist noch einer Katas. Das war so klar, da ich da jetzt tot reinlaufe. Das war auch doof von mir eigentlich. Ich habe auch in meinem Movement-Video gesagt, dass man einmal kurz um die Ecke schnellen soll, bevor man irgendwie reingeht. Was ist das? Das ich glaube, da hättest du, glaube ich, einfach schnell hingerennen sollen. Weil der, wenn er springt, sowieso kein Aiming hat. Und ja, wo du jetzt stehst, ist ganz, ganz böse. Ich hab ein HP. Egal wo ich stehe, es ist böse. Ja. Ich hab die Bombe. Leck mich doch am Arsch. Hallo, ich will nicht die Bombe haben. Du kannst auch die Drop mit 5 und G.
Ja, sollte irgendwer haben. So, that we may be free. So, jetzt wollen wir uns mal ein bisschen zusammenreißen hier. 3-3 steht es. Wie gesagt, klassischer Wettkampf haben wir hier an. Oh, Gottes Willen. Ködergranate auf Alang. Ich glaube, ich halte mich ein bisschen zurück mal. Ah, leider kriege ich nicht mehr solche Header, wenn ich sie jetzt so hinziehe. Es kann sein, dass gerade einer B reingegangen ist. Ne, da kommen die meine Mates. Was soll ich denn machen? Was soll ich denn tun? Wow, zusammen mit mir sogar gelegen. Erstmal, ich finde, das macht er ziemlich, ziemlich gut. Da gerade auf seine Sicht drauf. Kann man eigentlich durch die Kisten durchschießen? Nein, ne? Durch manche. Durch die zum Beispiel nicht. Wow, da hat er den aber geholt. Das war knapp. Also hier konnte man damals durchschießen. Durch solche Ecken konnte man durchschießen. Das ist jetzt nicht mehr so geil. Ja, danke an die Leute, die mir die ganze Zeit nice schreiben. Ja, wir machen das ein zweigeteiltes Video, denke ich mal. Wir machen jetzt einmal T-Seite. Dauert, glaube ich, auch lang genug dann. Ich denke auch, vor allem mit meiner Noobigkeit hier. Dann machen wir einmal CT und dann habt ihr zwei Videos auf 2 Tage oder so verteilt. Euch die machen B-Rush. Ach, du bist vor mir. Ja, wunderbar. Einfach durchlaufen. Ich hab den... Ich zieh komplett drauf. Ja, ich hab dir und es geht keine Kugel. Ich hab dir ein bisschen Nein. Schaden auch gezogen, leider. Egal, ich habe mein gesamtes Magazin in ihn reingestopft und keine Kugel trifft. Das ist so unrealistisch. Da ist Call of Duty realistischer. Ich meine, ich stehe 2 Meter vor dem. Egal, wie weit ich daneben ziele, wenn ich mal ganz... Ja, also ganz wichtig ist leider wirklich der Kopf. Ansonsten... Oh, das war eine schöne AE. Aber nicht gut reagiert von dir, mein Freund. Ja, da hab ich aber gesehen, bevor du überhaupt reagiert hast. Und er sagt jetzt stopp, hör auf, nicht explodieren. Das ist immer so geil. Halt. Oder der heilt die irgendwie mit so einer Kraft oder sowas. Weiß ich ja, auch nicht. Genau. Der magischen Macht. Ja, 4-4, spannendes Spiel. Wirklich, ich ruiniere durch meine Noobigkeit. Ja, aber ist ja auch unrated Game hier noch, also sowieso alles mit Noobs. Ah, ich mag nicht B. So, dann A. Ja, genau, lass mal. Ja, das ist gut. Lass mal alle. Alang waren wir noch gar nicht. Ja. Alang konnte man wunderbar von hier aus schon reinflashen. Da konnte man durch beide Double Doors durch eine Flash werfen. Die ist dann an dieser Kiste abgeprallt. Das war richtig geil damals. Ich habe eine HE jetzt geworfen. Einer ist ganz hinten links. Einer rechts. Wow. Ja, ich habe eine Rauch. Die kann man dann hier so hinwerfen. Oh, einer ist hinter uns. Geraucht. Ja, das ging damals auch nicht, glaube ich. Aber ich hole mir mal die 4. Oh, hinter Woher uns vor uns. Er, dass ich da bin? Woher wusste er, dass ich im Smoke bin? Ich habe mich extra im Smoke versteckt. Nun Scheiß. Genau. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe einfach nie, wie du so abgehen kannst. Also damals war ja, das ist
Ja. Aber das Problem ist so, ich schaue mir deine Videos an, ne? So. Dann denke ich mir so, okay, mache ich doch mal genau dasselbe, was er macht. Ich denke, ich mache auch genau dasselbe, was du machst. Es sieht auch so aus, nur bei dir klappt es und bei mir ist es ein totaler Fail. Ja, das ist das Problem bei Counter-Strike. Also, es ist einfach wirklich teil einfach Instinkt das meiste. Das meiste einfach Erfahrung. Also es hilft dir wirklich nicht, wenn du, sag ich mal, wie bei StarCraft, du machst die Build Order, ja, gut, dann machst du die Build Order, dann ist auch erstmal jeder Anfänger ganz gut dabei. Ja, aber bei Counter-Strike funktioniert das nicht so. Also wirklich, da siehst du manchmal einen Gegner oder eine Situation und du weißt, was du machen musst am besten. So. Und wenn du das nicht weißt, dann klappt es einfach nicht. Du brauchst da noch nicht mal das beste Aiming. Also manchmal schon. Manchmal sind Situationen, da hast du einen Gegner, der ist weit weg, da brauchst du einfach ein geiles Aiming. Aber manchmal kannst du halt auch einfach die Gegner überraschen oder verarschen oder dich irgendwie da durchklüngeln, wie auch immer. Und dann klappt es auch so. Aber da ist dann eben einfach die Erfahrung. Das kann man auch eben nicht mal eben so abgucken. Jetzt hat. Ja, mal gebasht. Ja, waren wir beide und nur wegen mir haben wir gewonnen. Ja, du hast ja mir Deckung gegeben. Natürlich habe ich das. Ja, siehst du. Natürlich habe ich das. Das war von vornherein.